So, plopp, 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 plopp. 100er Marke geknackt. Sehr schön. Spiel ist fertig. Halb 44. 111 Designpunkte. Und noch ein bisschen was dazu. Noch ein bisschen was dazu. Noch ein bisschen was dazu. Und fertig. Jo. Oh, bitte, bitte, bitte ganz viel Geld. Was mir übrigens inzwischen eingefallen ist, es würde gar keinen Sinn machen, noch eine dritte Person einzustellen, weil es können eh immer nur drei Leute in einem Projekt arbeiten. Also wahrscheinlich gibt es irgendwann größere Spiele und dann brauchen wir mehr Leute, aber bis dahin null Sinn. Wahrscheinlich mit auch ein Grund, warum das erste Playthrough nicht so geklappt hat. So, stopp. 3D-Grafik-Version 4, sofort entwickeln. Das da, 100 Forschungspunkte, ist okay. Du, Research bitte. Charakterprogression und du? Nein, du? Research. Yeah. Minigames? Mod Support? Nee, Physik ist. Oh, können wir uns nicht. Okay, Mod Support. Und Kritiken. Catman. Komm schon, Catman. Bitte. Ach, das ist okay. Ach, das ist immer noch okay. Bitte keine 7. Ich hasse dich, Game Hero. Es geht hier um Catman. Du heißt Game Hero, du doofe Zeitschrift. Na gut, gucken wir, wie viel Geld das bringt. Rang 13. Das ist doof. Und die TES 64 ist draußen. So, du machst Urlaub. Du... researched die, wir haben keine Research Punkte mehr. Du trainierst. Code incomplete ist okay. Sieht nicht gut aus mit dem Geld. Und die werden ja auch immer teurer, je mehr Level Ups die haben. Na gut, wir brauchen gleich ein neues Spiel. Game Dev Tycoon hat 672.000 gebracht. Das ist doch albern. So, wenn er jetzt fertig ist, machen wir noch ein Spiel. Einfach nur des Spielherstellens willen und Research-Punkte. Und wenn wir noch Research-Punkte haben und genug geresearched wurde, kommt eine neue Engine. Also, Action ist momentan populär. Haben wir noch irgendein anderes Action-Spiel? Außer jetzt Catman. Wir können gleich Catman 2 rausbringen. Das ist ein bisschen früh, oder? Oh, die Spiele an sich haben auch Fans. Das ist ja interessant. Kadipa hat 3000 Fans. Alpha Man. 3256 Fans für Hayaa. Und das war auch gut. Ich glaube, wir machen davon mal ein Dingens. Ein Sequel. Hayaa. Select. Und das heißt. Haja. Ausrufezeichen. Für den PC. Das war für eine ältere Zielgruppe, oder? Ja. Engine ist die 1.3. Also wir müssen noch wieder einen Bonus dafür bekommen, dass wir eine neue Engine verwenden. Okay, weiter. 3D Version 3 ist okay. Alle schön fleißig arbeiten. Also, Gamepad ist okay, Steering brauchen wir nicht, alles andere brauchen wir. Jo. Hype generiert sich jetzt schon von ganz alleine. Das ist doch praktisch. Warten wir einfach. Ach so, wegen den Fans von dem ersten Teil wahrscheinlich. Die hypen sich jetzt gegenseitig hoch. Dialoge können runter. So. So. Noch ein bisschen Hype dazu? Weiß ja nicht. Na komm, kostet nur 50.000. Genau. Halb 11, halb 12. Momentan keine starken Trends. Kurz bevor wir fertig sind. Ihr seid doch doof. Oh, halb
15. Scheint ein gutes Spiel zu werden von den Zahlen hierher. Das ist soweit okay. Auch wenn ich nicht wirklich sicher bin, ob Rich Backstory für ein Prügelspiel so wichtig ist. Aber ja, Jonah Chen muss entlastet werden. So, Anti-Girogon müsste einen Punkt runter. Yeah. Jonah Chen müsste einen runter oder er hier einen hoch. Kann man es irgendwie mit den Pfeiltasten machen? Oh, kann man. Okay. So, fertig. Komm, plopp, 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 plopp. Beides über 100. Das wäre schick. Jo, jo, jo. Halb ist bei 20. Über 100. Über 100. Ah, komm schon. Beim Bugfix noch irgendwas Technologisches. Ein Punkt noch, verdammt. Ist ja doch alle doof. Und da ist ein neuer Bug. Und da ist der blaue Punkt. Komm, Bug weg. So. 22 halte noch über. Neuer Rekord bei Technologie. Wir brauchen Geld. Es geht langsam, stetig, immer weiter runter. Das ist kein gutes Zeichen. Komm schon, so ein schönes 8,5 oder 9er Spiel. Level up für Jonathan und Jonah. Das heißt noch mehr monatliche Kosten. Genau. Full Motion Video Virtual Economy. Das klingt interessant. Du, erforsch mal irgendwas davon. Basic Physics klingt gut. Und kostet auch genau 40. Wird bestimmt für Simulationsspiele ganz wichtig sein. Aber gut, ja, Ausrufezeichen ist da. Bitte, 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 bitte. Ja, 9 ist sehr gut. Du bist keine 9. Du bist 9. Du bist artig, auch wenn du letztes Mal böse warst. Und du bist mein absoluter Todfeind ab jetzt. Mist. So, du... Nein, nein, du gehst in Urlaub. Und du kannst nichts researchen, also trainierst du. Da. Nimm mal das. Ah, das kostet auch Research-Punkte. Du kannst jetzt gar nichts machen. Das ist doch doof. Rang 10. Das ist gut. So, du bist aus dem Urlaub wieder da. Gleich. Und du bist fertig. Das heißt, wir könnten uns jetzt ransetzen und eine Game Engine entwickeln. Ein bisschen Geld haben wir jetzt ja wieder. Was wäre denn neu? Neu wäre 3D-Grafik-Version 4, was schon mal sehr gut ist. Neu wäre ebenfalls Basic Physics und Mod Support, Charakter Progression und das war's schon. Und dafür 1 Million ausgeben. Ich glaube, wir warten lieber noch ein, zwei Spiele ab und ein, zwei neue Forschungssachen. Also, Super TES wird nicht länger unterstützt. Guti. Neues Spiel. Medium. Was haben wir für neue Topics? City. Simulator. Sim Village. Plattform ist PC. Engine ist die Engine. So, weiter. 3D Version 3 ist okay. Oh, das könnte auch sein, dass für bestimmte Arten von Spielen 2D generell einfach besser ist als 3D. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, je ausgefeilter die Grafik, desto besser, aber das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja auch super 2D-Spiele. Das könnte echt ein Knackpunkt sein. Na gut, müssen wir im Auge behalten. Für einen Simulator brauchen wir da Multiplayer? Nö, nicht schlecht. Video-Playback? Nö. Advanced Cutscenes? Ich weiß ja nicht. Nö. Nö, nö, nö. So. Aufhören, Kaffee zu trinken. Oh, und in 4 Wochen ist wieder G3. Ja gut, das nehmen wir mit. 80.000 ist fast so viel, ein bisschen mehr als die Magazine. Die würden wir so oder so machen. Und wie ihr sehen könnt, diesmal kein Hype, weil es kein Sequel ist. Oh, ich habe nichts gesagt. Das kommt jetzt wohl von alleine.
So. Die Logo können ruhig runterbleiben. Okay, nicht ganz so runter. So vielleicht. Okay. Halb ist bei 1. Wann ist die G3? Es dauert nicht mehr allzu lange, bis wir fertig sind. Oh, da ist die G3. Wie viel waren wir letztes Mal? 62.000 oder so? Komm schon. Ich werde nicht jünger. Ja, doch. Guter Zuwachs. Und halb sind wir bei 2, halb sind wir bei 30. Sehr schön. Jetzt muss das Spiel noch was werden. Jonathan Lee ist überarbeitet. Geh doch mal. Pfeil runter. So. Reichhaltige Hintergrundgeschichte. Nö, nicht für einen Simulator. Open World ist okay. Tag- und Nachtzirkel ist okay. Jo. Kommt schon. Bei so viel Hype muss es ein sehr tolles Spiel werden. Ich will euch ja nicht unter Druck setzen oder so, aber schon wieder so ein Hacker-Ding. Wir könnten sabotieren. Auch nö. So, über 100. Jo, über 100. Nee. Aber noch 21 Bucks. Vielleicht kommt ja noch was. 10 Bucks. 99. So. Na gut. Design ist okay. Und hier, ja, Ausrufezeichen hat 3 Millionen generiert. Das ist schön. Neuer Rekord. Neues Topic, neue Combo, super Combo und gutes Management. Jo. Bitte mindestens ein 8,5er Spiel. Bei so viel Hype müsste das echt was bringen. Oh, und 3D-Grafik-Level-Up. Mal gucken. Stereoscopic 3D. Das klingt abgefahren. Was hätten wir noch gerne? Surround Sound. 80 Punkte haben wir nicht. Virtual Economy klingt gut. Zack. Und ihr Jungs, du trainier mal. Coach, du trainier mal Piratenzeug. So, Kritiken für Sim Village. Da war nur einmal eine 10 dabei. Och, komm schon. 777. Durchschnittsspiel. Bei so viel Hype, ernsthaft? Wir müssen bald unbedingt anfangen, größere Projekte zu haben, mit mehr Angestellten, damit wir wieder gute Zahlen bekommen. Was sagt das Geld? Rang 70. Bei so viel... Das ist nicht schön. Okay, wir kriegen Fans dazu, aber meh. Simulation Games. Wollen wir einen Cut deeper machen? Mal gucken, es muss er zu Ende trainieren. Na komm schon, hör auf zu trainieren. Warum hast du da so einen komischen Balken oben drauf? Ach, das ist der Trainingsbalken. Okay, also jetzt können wir was machen. Custom Engine. Vielleicht wird es dafür einfach mal Zeit. Also wir hätten eine bessere Grafik. Wir hätten Cutscenes. Wir hätten zwei hier. Wir hätten da was. Und da was. Für 1 Million. Was ist happig? Das war ja eigentlich unser Plan gewesen. Wir wollten 1-2 Spiele produzieren, uns über Wasser halten und dann eine bessere Engine rausbringen. Das wäre jetzt der Punkt. Also ja, ich denke, es wird Zeit. Und das ist jetzt die Anti-Engine 1.4, glaube ich. Create Engine. Da kriegen wir auch genug Research-Punkte. Und was haben wir da? Ja, die Dreamcast. Sehr schön. Mach das mal schnell fertig hier. Wir müssen gleich viel Geld verdienen. Und er muss vorher in Urlaub.
Na gut, also er geht gleich in Urlaub und die beiden researchen neue Topics. Das verbraucht nicht so viele Research-Punkte, aber auch nicht so viel Geld.